Hi, ho und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und neues Video, neuer Versuch. Erster Versuch von einem Video war ja jetzt nicht so doll, aber ja, gut. Mittwoch ist vorbei, heute ist Freitag. Ja, heute habe ich euch auf jeden Fall ein anderes Thema in der Tasche und zwar geht es heute ums Thema Telefon. Klingt jetzt nach einem langweiligen Thema, ist aber bei mir so ein total großes Thema gerade. Bei uns ist es so zu Hause, wir haben insgesamt drei Telefone rumstehen, weil wir zwei Telefonnummern haben. Und wir haben zum einen ein Festnetz, zum anderen haben wir eine tragbare Station und zum anderen die tragbare Station von der anderen Nummer noch. Ja, und auf jeden Fall ist es so, dass ja, meine Mutter wird jetzt sagen, seit 20 Jahren. Aber die Nummer, auf der ich hauptsächlich telefoniere, die auch meiner Mutter gehört, die ist jetzt gerade so, dass das tragbare Teil von der Nummer komplett hinüber ist. Also, wenn man damit jetzt jemanden anruft, hört sich's an, als ob man Kilometer weit weg ist und der andere, der schreit dir richtig ins Ohr, also auch wenn er nur ganz leise spricht, also da stimmt was mit dem Lautsprecher nicht. Und auch der Akku ist nach sehr kurzer Zeit hinüber, also alles in allem, das Telefon funktioniert halt nicht mehr. Und dann war es auf jeden Fall so, dass ich das zu meiner Mutter gesagt habe. Und dann war es erst so, dass meine Mutter mir gesagt, geglaubt, nicht ganz geglaubt hat. Dann hat sie selbst mit dem Telefon telefoniert. Dann hat sie gemerkt, was für ein Albtraum das gerade ist, weil man echt nur jedes fünfte Wort versteht. Dann hat meine Mutter noch angerufen mit dem Telefon und sie hat mir gesagt, das ging gar nicht. Und dann hat unser Drama eigentlich angefangen, nämlich wir haben uns gedacht, wir brauchen ein neues Telefon. Es geht nicht mehr anders. Das war's, das Telefon ist hinüber und wir brauchen ein neues. Ja, dann kam schon die erste Problematik auf, weil aufgrund dessen, dass ich ja sehr sensibel bin, was die Umwelt angeht oder auch sowas wie Strahlung oder hey, ich habe einen neuen Leberfleck oder eben auch mit Lärm oder mit Elektrosmog und so weiter, war es halt so, dass wir gesagt haben, okay, ich brauche ein Telefon, also wir brauchen ein Telefon, das ja dann meistens hier ist, wo ich auch bin, das strahlungsarm ist. Das andere war, wir wollen auf jeden Fall eins, das zu einer Eumex-Anlage passt, weil wir haben eine Eumex-Anlage. Wir brauchen ein Telefon, das über ISDN läuft. Und wir brauchen ein Telefon mit einer festen Station und einer tragbaren Station. Und dann soll es bitte nicht in den Händen kribbeln, weil das hatten wir auch schon sehr oft, dass es in den Händen gekribbelt hat. Zum Beispiel ist das Telefon von der anderen Nummer kann ich gar nicht anfassen, weil es mir komplett nur in den Händen kribbelt. So wie das iPhone 7. Das hat auch immer nur in den Händen gekribbelt. Sehr unangenehm. Und dann soll es doch bitte auch noch, wenn möglich, nicht so viel kosten. Und es braucht einen Anrufbeantworter. Und es braucht einen sehr großen Nummernspeicher. Und damit haben wir schon 8 Punkte, die dieses Telefon auf jeden Fall erfüllen sollte. Und das Problem ist, wir googeln und suchen und machen und tun und wir finden einfach gerade überhaupt nichts. Und mir fällt gerade was ein. Mom, wenn du, ich muss mit zur Telekom. Ist mir gerade, als ich das Video so gedreht habe, eingefallen, dass es keine geile Idee ist, wenn du hingehst und sie die Hand nimmst. Du sagst ja von anderen Stationen auch, sie kribbelt nicht. Also, dann muss ich auch noch, ja, entschuldigt. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass es sehr schwer ist, ein Telefon zu finden. Und ihr würdet es nicht glauben, aber wir geben oft, also wir haben es bei Google gesucht und haben die Suchbegriffe eingegeben und da kam immer bloß Zeug raus, das für analoge Anlagen ist. Wenn sich irgendeiner von euch übrigens mit Telefon auskennt und weiß, ob man ISDN und analoge Anlagen oder irgendeinen Tipp hat, vielleicht habt ihr ja schon ein Telefon gekauft, das bei euch super funktioniert, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wir suchen wirklich, wirklich sehr, sehr verzweifelt nach einem neuen Telefon. Unser jetziges ist, glaube ich, so 5, 6 Jahre alt geworden. Und ja,
Auf jeden Fall ist es sehr schwer, was zu finden, weil es muss ja immer irgendwie genau passen, weil ich weiß genau, wenn es ein bisschen nur in den Händen kribbelt, dann nehme ich das Telefon nicht. Ich kenne mich da schon zu gut. Und ich weiß auch, dass ich zum Beispiel also niemand bin, der Lust hat, ständig mit dem Handy zu telefonieren, weil ich einfach diese dauernde Strahlung vom Handy macht bei mir Kopfschmerzen. Ich finde das einfach nicht gut für mich und es schadet mir dann auch. Und ja, das ist wirklich. Es ist schwierig, was zu finden, was passt. Und vor allem sollte es, wenn möglich, wahrscheinlich auch noch zu den anderen Geräten passen, die wir rumstehen haben. Oh Mann, echt. Das ist, ja. Aber ein Bekannter von meiner Mutter, der bei der Strahlungszentrale irgendwas arbeitet, der sich damit auf jeden Fall sehr gut auskennt. Hallo an dieser Stelle. Der hat meiner Mutter den Tipp gegeben, egal welches Telefon das sie sich kauft, es braucht einen Echo-Modus. Und den Echo-Modus, den soll man auch immer aktiviert haben. Also für alle da draußen, die vielleicht ähnliche Probleme haben, probiert es mit dem Echo-Modus. Das ist wohl wirklich hilfreich. Ja, und gut, wir suchen jetzt und suchen und finden aber irgendwie noch nichts. Jetzt müssen wir zum Telekom-Laden laufen, weil ich glaube nicht, dass wir was Passendes finden werden beim Euronics oder beim Mediamarkt, weil nicht böse gemeint, aber die beiden haben nicht so die Beratung, die man kriegt, wenn man wie in einem Laden, der sich mit Telefonie beschäftigt. Also, wo findet man mehr Informationen zum Telefonieren als in einem Telefonladen? Ich meine, du gehst ja auch nicht zum Metzger, wenn du Schuhe brauchst, oder? Das ist ein ganz ekliges Gleichnis. Ich stelle es mir gerade bildlich vor. Ich hätte gerne ein paar Schuhe. Und dann läuft man mit so einem riesengroßen, mit so einer Rinderhälfte am Fuß raus. Oh Gott. Oh, das muss ich aufhören, mir vorzustellen. Früher war es so, dass man tatsächlich oft Läden hatte, wo mehrere Dinge auf einmal waren. Ich meine, da gab es den Schlüsseldienst und den Schuster in einem Laden. Gibt es tatsächlich immer noch, habe ich irgendwo gehört, aber egal. Aber das war damals eher so üblich, weil da war man, gab es nicht so da war es noch nicht so schwierig. Heutzutage ist es ja so, dass so viel Elektronik in allem drin steckt oder so viele Kleinigkeiten, die man wissen muss, dass es unmöglich ist, sich auf mehr als ein Fachgebiet irgendwie zu konzentrieren. Ja gut, es gibt Leute, die können sich auf mehr als ein Fachgebiet konzentrieren. Ich will es mal nicht ausschließen, aber man ist immer in einer Sache viel besser als in der anderen. Das kann man auch so sagen. Also, zumindest nach meiner Erfahrung, denke ich. Es deicht mir so. Und weil ich jetzt schon wieder dran bin, volle Kanne das Video in Sand zu setzen, beende ich es jetzt hier an dieser Stelle und sage, ich suche jetzt weiter nach einem Telefon. Wenn ich was gefunden habe, was zu uns passt, was mir passt, was auch ansatzweise ansehnlich ist, und ich will jetzt nicht unbedingt ein Telefon haben, wo ich mir dann die ganze Zeit nicht weiterkomme, weil ich das Menü nicht verstehe, werde ich euch auf jeden Fall Bescheid sagen. Ich schreibe euch dann auch gerne die Typennummer, wie auch immer, noch hier unter das Video oder drehe ein neues Video oder wie auch immer. Ja, schreibt mir gerne, wenn ihr irgendwie was wisst oder wenn ihr eine Idee habt, weil ja, man kann nie zu viele Informationen haben, weil jede Information hilft einem am Ende des Tages weiter. Und wenn es nur ist, damit man neues Wissen angesammelt hat. Und ich möchte ja dieses Jahr alle möglichen neuen Erfahrungen und neues Wissen ansammeln. Ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readme@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Und ja, ich freue mich ab jetzt. Kommen wieder jede Woche von mir aktuellere Videos. Bis bald. Ciao.